Deponia! Okay. Also, ja, letzte Folge. Hier mein Bike, pipapo. Und, ich weiß nicht. Das muss der Sicherungskasten für den Signalmast sein. Der Kasten ist zugeschraubt, als könnte mich eine popelige Achtkantschraube aufhalten. Naive Tölpel. Der irgendwie weiter unten? Spiegel. Coolio. Spiegel, schmutziger Spiegel. Spiegel. Schlüssel, Schlüssel. Oha, ich habe einen Schlüssel, da können wir doch, den können wir da Dingsbums. Nach oben. Zur Schaltzentrale. Schlüsselkasten. Oh shit. Oh, ach, kein Schlüssel. Hat doch irgendwas gesagt mit Achtkantschlüssel eben, oder? Gehen wir zurück, keine Massage. Achtkantklappe. Wartungsklappe. Sicherung. Ah shit. Cool. Sicherung. Zur Kurve. Dann zum Kran. Die Sicherung. Es funktioniert. Es funktioniert wirklich. Jetzt nur noch Goal in das Mein Bike hieven und wham. Wo ist das Mein Bike? Mist. Ich wusste, ich hab was vergessen. Okay. Gut. Wie komme ich einen Hebel daran komme? Nicht fallen lassen, okay? Cool. Er ist komplett verdreckt. Ich kann überhaupt nichts erkennen. Wo ist Toni, wenn man sie braucht? Ne. Loppen. Dieser trockene Lappen verteilt den Dreck nur. Er muss kaputt sein. Bis zum Horizont Tetanus glänzender Rost und ungesicherte Stromleitungen. Es wird Zeit, dass ich hier abhaue. Okay. Noch Skelett. Hey du, nun komm schon da runter. Ups. Einen Schnaps vielleicht. Einen Schluck, hab ich gesagt. Nicht die ganze Flasche. Bla bla bla. Hab ich erzählt, dass ich Herpes habe? Was zum... Was fällt dir dann ein, aus meiner Flasche zu trinken? Ich bin Arzt. Unter anderem. Ich kann mir keine entstellenden Infektionskrankheiten leisten. Wer würde sich dann noch von mir einer Gehirnoperation unterziehen lassen? Tja, wer? Wisch sofort den Flaschenhals ab. Aber gründlich. Okidoki. Völlig. Sauber. Jetzt habe ich einen Lappen mit Alkohol. Spiel. Genius. Der machen. Signalmastendeckung. Autsch. Heiß. Scherben bringen Glück, aber ich brauche kein Glück. Ich habe Sachverstand. Naps.
Ist irgendwie das Lämmchen ausgeht oder so? Ja, geh's nur hin. Guck's da hoch. Hoch. Da. Hebel. Ist das schon mal aus? Runter. Und da. Na? Ah. Junge, Junge, Junge. Nach unten. Zum Viadukt. Ja, sieht's aus. Genius. Rote Signallampe. Gib's her, gib's her, gib's her, her, her. Oh. Gesundheit. Nee. Zurück. Oben. Hebel. Nope. Branne nach unten. Produkt. Den wieder hoch, wa? Klar, wieder runtergekommen ist, aber. Ohne mein Bike passiert dann. Okay. Kann ich das irgendwie umdrehen? Mal gucken. Wenn ich den Stromumkehrer hier einsetze, verhält sich das Signal genau umgekehrt zur Signallampe. Exzellent. Genius. Wieder hoch. Den da. Und runter. Und zum Viadukt. Flasche. Aha. Hebel. Zurück, zurück. Jetzt haben wir den Hebel. Mit dem Hebel machen? Zu der Weiche oder was? Genius, stop. Yeah, los. Mein Bike. Vollgas! Awesome. Ran? Das Hebel. Wird ein Kinderspiel. Ready? Go! Go! Dieb, dieb, dieb. Mist! Ach, verdammt! Was ist denn los? Ich bin doch sonst so lässig. Das sind bestimmt diese Minengase. Wie hält Doc das nur aus? Ach, am besten frage ich ihn mal. Steht Schnaps noch? Oh, Schnaps. Das wird jetzt nichts. Ready, go! Jetzt mach mal halblang. Du kannst ja gerne einen Schluck abhaben. Das heißt aber nicht, dass du gleich die ganze Flasche umfüllen darfst. Dann drück dich beim nächsten Mal etwas genauer aus. Und was wird das jetzt? Ich kann mir keine entstellenden Infektionskrankheiten leisten. Also lass das bitte sein.
Hallo! Hm? Was? Oh, hallo! Oh, hallo! Nochmal zum Thema Frauen. Ich bin ganz Ohr. Was kann ich tun, um eine Frau für mich zu gewinnen, die bereits in festen Händen ist? Tja, dafür gibt es leider kein Rezept. Aber wenn du mich fragst, würde ich mir ein Beispiel... 4 Speichen, Schrauben. 2 Speichen, Klemmen. So einfach. Ah. Ach, vergiss es. Ah, na. Ich habe noch... Immer her damit. Doc, ich bin zu unruhig. Das merkt man. Sieh dich doch nur an. Die Hände, die Augen, die Frisur. Hä? Du solltest etwas dagegen unternehmen. Unrast ist des Bastlers Tod. Wenn ich unruhig bin, dann meditiere ich immer. Meditiere? Ja. Probier's einfach mal aus. Also, leg dein Bein hinter den Kopf und fixiere einen Punkt am Horizont. Warte, ich mach's dir vor. Scheiße. Aua. Ich den Schnaps jetzt klaut. Herrlich. Jetzt noch ein kleines Schlückchen Schnaps und... Rufus, weißt du zufällig, wo mein Flachmann abgeblieben ist? Nanu, eben stand er doch noch da. Ja, und jetzt guckt er da aus deinem Mantelsaum. Wie ist er denn da hingekommen? Also entweder hast du ihn eingesteckt, oder wir haben es hier mit Wurmlöchern zu tun. Hey, ich habe keine Wurmlöcher. Ich gehe mehrmals pro Woche zum Arzt. Hallo? Hm? Oh. War mal gerade normal, ich gerade das Umfüllen. Ich mach, Ich immer. Könntest du mir nochmal zeigen, das Mädchen? Aber na klar. Etwa. So. Halt's mal. Was ist denn los? Du fixierst ja gar nicht. Such dir einen Punkt am Horizont und fixiere ihn. Was ist denn los? Du fixierst ja... Alkohol trinken, ja. Das geht doch nicht, das Game ist ab 6. Scherben bringen Glück, aber ich brauch... Warum trinke ich denn jetzt? Ich habe Docs Fusel, die Quelle seiner ruhigen Hände und seines schlechten Atems. Pump ab. Hau weg, die Scheiße. Toller Jahrgang. So. Das wird ein Kinderspiel. Ready? Go! Go! Mist! Ah, verdammt! Was ist denn los? Ich bin doch sonst so lässig. Das sind bestimmt diese Minengase. Wie hält Doc das nur aus? Am besten frage ich ihn mal. Ich habe Docs Fusel, die Quelle seiner ruhigen Hände und seines schlechten Atems. Das wird ein Kinderspiel. Ready? Go! Ich muss mir ein paar Mal reinhauen, ne? Mist! Oh. Was ist denn los? Ich bin doch sonst so lässig. Das sind bestimmt diese... Wie hält... Ich habe Docs Fugik. Irgendwann geht's bestimmt. Ich habe Docs Fugik. Ich habe Dick. Ich habe Dick.
Man soll keine, wenn man vorhat zu bremsen. Ich wusste es immer. Man braucht kein Yoga, wenn man Erfindungsreichtum hat. Das wird ein Kinderspiel. Ready? So? Go! Ist jetzt der Sitz fixiert oder so? Und jetzt aber. Oh. Mist! Boom, was ist denn los? Ich bin doch sonst so lässig. Das sind bestimmt diese. Wie hält. Noch hier Sitz. Man soll keine Sachen auf die Heckablage legen, wenn man vorhat zu bremsen. Das Werk und dieses hier. Nee, Moment. Das Werkzeug ist immer nur so gut wie die Hand, die es führt. Und dieses hier ist ziemlich nutzlos. Nee, Moment. Das Werk und dieses. Nee. Die bewusstlose Frau in Not sitzt auf der anderen Seite der tiefen Schlucht fest. Und hier ist ein Roster, muss. Ich habe doch die. Doxfusel. Kann ich jetzt nochmal trinken oder was? Das wird. Go! Mist! Was ist denn los? Ich bin doch sonst so lässig. Das sind bestimmt diese Mie. Wie hält Doc? Jetzt muss ich ja mit Doc meditieren. Kann ja sein. Ich will mal gucken. Doc, mein Guter. Hallo. Hm? Oh. Ich bin eine Herausforderung. Könntest du mir noch mal zeigen, wie man meditiert? Aber na klar. Leg einfach dein Bein hinter den Kopf und fixiere einen Punkt am Horizont. Etwa. Okay. Toll. Such dir einen Punkt am Horizont und fixiere ihn. Gut so. Siehst du, wie alles schärfer wird und die Farben kräftiger? Ich habe diesen blauen Mast dort fixiert. Nun lasse ich meine Augen nach Osten wandern, bis ich etwas Rotes sehe. Jetzt geht es weiter nach Süden. Und dann in gerader Linie zu diesem gelben Ding da. Und dann schließlich. Ich bin ja schon ganz vertranced. Auf jeden Fall musst du der Welt dann mitteilen, wer du bist. Ich bin ein Fluss. The fuck? Anschließend nehme ich noch einen tiefen Schluck aus meinem Flachmann und schon bin ich ganz relaxed. Alles verstanden? Ja, ich habe die. So, jetzt muss aber gehen. Jetzt sind wir doch voll spannend. Ein bisschen Yoga, ein bisschen Schnaps. Knochen hinterm Sitz. Was kann da noch schief gehen? Das macht auch keine Phase mehr. Aber jetzt! Nein! Ach. Gibt's da nicht. Der Doc hat mich belogen. Ich hab doch alles richtig gemacht, oder? Klar. Ich habe doch. Kann man nie genug haben. Aber jetzt. Daniel. Mist, aber jetzt. Nein! Ach! Naja! Der Doc hat mich belogen. Ich hab doch alles richtig gemacht, oder? Wie wir die da hinbekommen, ohne was weiß ich. Ja, nächste Folge. Bis dahin.